Hallo. Bedecke deine Augen, falls das Tageslicht schmerzhaft ist. Herzlich willkommen zurück bei Biomutant, dem Spiel, bei dem der Roboter mir immer meine Anmo versaut und das Sonnenlicht seltsamerweise recht hakelig von dannen schreitet. Es ist auch äußerst seltsam, wenn man hier immer in diesen Gewölben ist oder in diesen Kellern oder diesen Bum-Bunkern, dann ist immer auf dem rechten Ohr ein Donnern zu hören. Und ich sitze so, dass auf dem rechten Ohr, also Richtung rechtes Ohr, ist bei mir ein Fenster. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass es draußen donnert, als ob ich ausmachen muss. Aber es donnert gar nicht. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Erstmal hier wühlen. Oh, das sieht ja schön aus. Kämpferseelenoberteil. Ach so, jetzt haben wir doch schon. Verschrotten. So, hat er jetzt genickt, als ich es verschrottet habe? Du machst mir Angst. Das Doppelabzug nehmen wir natürlich mit. Da habe ich bisher noch nichts verschrottet von diesem Zeug. Was haben wir hier? Ein Gesundheitsbockel. Ja, das können wir auch mitnehmen. Und hier ein Hut vielleicht. Nee, ein Nippon. Habe ich mir auch schon selbst was zusammengebastelt mit dem Nippon. Was haben wir hier? Da. Unterweiser. Aha, aha, aha. So. Hier haben wir noch einen Haufen. Da ist eine überragende Beute. Ein Rucksack. Der ist blöd. Ja, verschrotten. Ach, der nickt, wenn wir was verschrotten. Ein Lederfrack. Das erinnert mich an... an diese eine... Serie. Mit den auch in der Zukunft irgendwie. Ach, wie hieß das denn noch? Ich weiß es nicht. Das konnte man auf Amazon gucken. Kann das sein, dass wir hier wieder am Anfang sind? Wir sind einfach einmal drumherum gelaufen. Es donnert schon wieder auf dem rechten Ohr. Steigerer. Ja, ich glaube, wir sind einfach einmal drum rumgelaufen, aber wo ist denn dann bitte das, die letzte Beute? Die überragende Beute? Ich brauche da noch was zum Verschrotten. Hm. Ja, es donnert immer noch. Hm. Das ist nur Müll. Hier ist keine überragende Beute mehr. Hier ist überhaupt keine Beute mehr. Schade. Ich weiß nicht, wo sie sein soll. Die gute überragende Beute. Hier hat man nur das. Hm. Hier hat man überragende Beute, aber... ja, nur da drin. Und jetzt sind wir ja wieder hier. Hm. Ich weiß nicht, wo die überragende Beute sein soll, ehrlich gesagt. Deswegen gehen wir, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Hm. Nee, keine Ahnung. Leider, leider keine Ahnung. So. Jetzt gehen wir hier vorne lang. Um dann endlich mal zum gegnerischen Stand zu kommen. Das ist unser Ziel. Ah, hier mal einen Krimskramsladen. Genau, da müssen wir hoch. Da sehe ich auch schon ein Totem. Da unten sehe ich auch eins. Da ich jetzt ständig alles aufbessern will, brauchen wir das natürlich auch alles. Ey, dann schaut's mal drauf. Super Wung Fu, du bist bereit, ein Super Wung Fu zu aktivieren. Drücke und aktiviere.
Wenn Super Wung Fu aktiviert ist, führst du andere, stärkere Angriffe aus. Super Wung Fu ist mächtig, bleibt aber nur für begrenzte Zeit aktiviert. Ah, okay. Ich bin verwirrt. Das hat mich echt verwirrt, muss ich sagen. Super Wung Fu. Ich hab's nicht so richtig verstanden. Hätte ich das in der Reihenfolge aktivieren müssen, wahrscheinlich, gell? Ein Klebglasur. Und da vorne ist jetzt unser Lohn. Wirf mal einen Blick auf diesen Plastikrahmen dort. Ja, habe ich schon direkt mitgenommen. Weißt du doch. Sie sind da vorne auf dem Berg. Ach so, das ist nur die komische Hütte. Gut, dann gehen wir natürlich jetzt hier rechts hoch. Wieso habt ihr mich geholfen? Waren wir da drin? Ja. Hier war irgendwo noch ein Totem. Ja, genau hier. Da oben ist es. Da oben thront es. Oh. Jetzt nur zwei Emül. Hast du den gehuldigt? Ich glaube, du hast ein Problem. Ich kann so keinen Emil huldigen. Also bei Metro Exodus, da hassen sie ja Elektrizität. Der Zarfisch-Clan. Oder Kult. Hasst Elektrizität. Oh, was gibt's denn da? Da müssen wir eigentlich auch noch hin. Oh ne, da müssen wir eh vorbei. Gut, wir gehen erstmal in die andere Im Richtung. Im Gebirge stehen kaum Bäume. Oh, es geht doch noch. Ich glaube, der redet auch nur damit, was zu sagen hat. So, hier haben wir an dieser Stammesgrenze haben wir nichts. Aber wir sind bald da. Oh, hier gibt es scheinbar Ziegen. Aber die Ziegen sehen etwas so aus, als ob ich diese... Ach nee, wir müssen ja da hoch, stimmt. Boah, das sind sogar vier. Da können wir, mit denen können wir schon machen. Der Schlitz. So. Da vorne haben wir noch jemanden. Die wollen mir ihr Totem nicht geben. Ich brauche dieses Totem. Muss doch super mega stark werden. Das sah gruselig aus. Hammer? Ach nee, die haben es schon gegenseitig umgebracht. Ein Delikati. Das ist ja delikat, dass sie sich schon gegenseitig umgebracht haben. Ein bisschen Klinker haben wir nun auch. Ich glaube, ich bin mal wieder falsch abgebogen. Ist es möglich, dass ich das bin? Okay, jetzt hat nochmal Glück gehabt. So, dann gehen wir mal hier hoch. Gehen wir halt hier vorne hoch. Irgendwie müssen wir ja zum gegnerischen Stamm mal kommen. Hier ist auch ein Totem. Plastikkram ist für die Ewigkeit. Vielleicht kannst du dir das zunutze machen. Ja, hier waren wir auch schon. Kommen wir jetzt da hoch? Wieso sind die da so weit oben? Da kommt ja niemand hin, um die einzunehmen. Ja, schrecklich. Gut, dann müssen wir eben halt hier hoch. Ich glaube, hier war richtig. Können wir nicht auch dahin fliegen? Nee, bringt uns nichts. Ah. Nee, wir müssen tatsächlich, wenn wir hier, ich glaube, wenn wir hier hochgehen, hier rechts rum, dann müsste es tatsächlich hinhauen. Also hier stehen zumindest diese Dinger. Ist hier so trocken. Ja, ich kann gar nicht atmen oder so richtig reden. Oh, das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Was ist denn hier nur los?
Habe ich das alles übersehen? Ach, was haben wir hier? Ein Kreuzwurf. Das ist neu. Die hassen sich. Wir machen einfach mal von außen. Oh. Gammastrahl. So, Preußendorf ist tot. Machen wir jetzt aber den hier noch. Gegnerische Stamm. Ach, Super Kung Fu. Aha. Brauchen wir erstmal nicht. Der Preußendorf hat was dabei. Und zwar einen Zungengribbler. Wir gehen nicht hier runter. Ich glaube, wir müssen weiter hoch, oder? Ja, wir müssen. Das ist hier richtig. Ja, das ist hier richtige Richtung. Wir können immer noch Super Wung Fu machen. Okay, jetzt können wir es nicht mehr machen. Ich muss mich mal daran gewöhnen, dass man das jetzt auch hier auch drücken kann. So, wir sind gleich da. Wir gehen aber wie immer erstmal die Gräben auskundschaften. Und alles durchsuchen, was wir finden. Flachland wäre jetzt schön. Naja, so gute Abwechslung. Ein Messer. Gut für unser Attentat. So. Vielleicht können wir aber auch mit denen reden, dass sie sich so uns ergeben. Treibbedeckung. Mhm. Oh nein, die wollte ich doch klein machen. Ich habe es wieder nicht getan. Jetzt müssten wir aber hier noch eins. Warte mal. Hier. Linksrum sind wir nicht gegangen. Eine Gesundheitstasche. In der befindet sich ein Energiepaket. Ein großes. Die habe ich auch noch nie benutzt, die Dinger. Oh, hier ist auch noch was. Ein Schalenladestreifen. Nehmen wir auch mit. Das ist gar kein Problem. So, wo treffen wir uns jetzt mit unserem Stamm? Da. Wir machen erstmal Puller rum. Mal sehen. Aha, wir sind jetzt hier. Das ist ja wundervoll. Dann wollen wir das mal einnehmen. Da ist der Herrscher über diesen Außenposten. Oh ja. Er hat nicht mit einem Angriff auf seinen Außenposten gerechnet. Aber da du mit seinen Rivalen zusammenarbeitest, kann er es nachvollziehen. Ihr hattet nie eine Chance. Angriff, genug geredet. Überzeugen. Überzeugen. Benötigt einen vernünftigen Grund, um dir den Außenposten kampflos zu übergeben. Es wäre eine kluge Entscheidung, dann lass uns kämpfen. Erscheint dir der Tod vernünftig? Erscheint dir der Tod vernünftig? Ein bisschen sticheln hier. Er lässt sich von einem starken Argument überzeugen und stimmt zu, dass es so am besten ist. Er übergibt dir den Außenposten. Yeah, kampflos. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Außenposten geräumt. Granito-Außenposten gehört nun uns. Er sagt, du hast sie geschwächt. Boah, was für gelbe Zähne. Aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Ich habe immer das Gefühl, er kann nicht durch die Nase atmen. Wie er immer guckt, unser Sifu. Er sagt, deine Befreiung des Außenpostens war eine Glanzleistung. Du bist einen Schritt näher, den Stammeskrieg zu beenden.
Oh ja, ich kann das Kriegsende kaum erwarten. Ich wünschte, wir hätten es anders wissen. Nö, wir haben es doch gut gelöst. Sagt, du bist dort in guter Gesellschaft. Cool. Hier können wir es mal schnell beten. Bet, bet. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so finden, ne? Ich will natürlich alles finden. Und auch gleich mal meine Waffen und sowas. Meine ganzen Waffen auch noch irgendwie. Ja, stimmt, unsere Waffen machen wir als nächstes. Reißnagel. Ist aber süß. So. Schweinchenkappe. Verschrotten. Jedes bisschen hilft. Genau, da hast du recht. Ein Dreher. Das nehmen wir natürlich mit. Und ein Gesundheitspaket, das nehmen wir auch mit. Hier müssen wir uns erstmal ein bisschen gucken. Nicht, dass ich hier irgendwie was vergesse einzusammeln. Das wäre natürlich blöd. Klonkschaft. Hm? Die spielen Karten. Ausgestellter Schichtrock. Verschrottet. Und ein Gesundheitspaket. Das wird natürlich nicht verschrottet. Ah! Das ist aber interessant hier. Interessant aufgebaut, der Außenposten. Aber ich glaube, so einen hatten wir auch schon mal. So, hier mal was. Wo sind denn eigentlich die ganzen anderen Bewohner hin? Trübe Strickmütze wird verschrottet. So, du kommst da auch nicht hoch, wie das letzte Mal auch. Vielleicht solltet ihr euch mal weiterentwickeln, ein bisschen wachsen. Wer nicht drankommt, darf es nicht haben. So ist das. Ach ja, wir sind wieder hier. Hier wollen wir hoch. Gehen wir hier unten lang. Ein Messer. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ein Gesundheitspaket. In Kombination braucht man das natürlich. So. Ja. Bandagen, Bandenjacke wird verschrottet. Donker Bob. Oh, können wir uns einen Hammer bauen? Cool. Für den Hammer. Und eine Mulchi, eine Katzenkappe. Die wird wieder verschrottet. Die war also als aus alten Plastikflaschen wurde die hergestellt. Interessant. Bis zur Dämmerung ist noch Zeit. Ja, deswegen gucke ich mir jetzt auch hier alles noch ganz genau an. Haben die ja gar keine Häuser. Hier gibt es erstmal eine Zniege. Behauptet, seltsame Objekte aus der Todeszone im Angebot zu haben, die so selten sind, dass man sie gesehen haben muss. Ja, zeig mal her, hier. Sagt, hier bist du richtig. Hier gibt es nur Ware von feinster Qualität. Ja, sehe ich links da im Stall. Ein angenehmes Geschäft. Nein, ich will absteigen. Ich lass mal die Zniege hier stehen. So. Hier, die wollen mir alle irgendwas andrehen. Ich glaube nicht. Lass mich, ich will nur hier hoch. So, wir gehen mal auf diese Seite hier. Nein, uns fehlt einiges. Uiuiui. Das haben wir selbst gebastelt. Da fehlt uns aber auch so einiges. Sollen wir lieber mal hier gucken? Wir haben auch hier scheinbar wieder irgendwas aufgenommen, was wir nicht brauchen. Das sieht halt sehr schick aus. Bio-Gefahrenweste. Ja, kommt auch weg. 71,35. Hochschulbomberjacke kommt auch weg. Oh nein, ich glaube, irgendwas wollte ich doch behalten wegen irgendwas. So.
So. Lotushose. Arbeiterhose. Das könnt ihr eigentlich alles verkaufen, das ganze Zeug. Unsere Lotus, das ist unsere Lotushose Plus. Die verkaufen wir jetzt mal. Ja, unsere Lotushose Plus können wir mal verkaufen. Und die verkaufen wir auch. Obwohl, nee, die nicht. Besser gar T-Shirt. Nee, auch nicht. Okay, unsere Lotushose verkaufen wir jetzt mal. Wo ist denn hier so ein Typ? Ich brauche einen. Nein, du bist Bum-Bum-Händler. Du bist Schmied. Ah, du. Du bist näher. Möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirfst. Ja, ich habe Dinge zu handeln. Sagt, die besten Angebote weit und breit zu haben. Das glaube ich auch. Wir wollen aber verkaufen. Und zwar möchte ich ihm Kleidung verkaufen. Diese Lotushose. Wieso bringt die hier nur 4.000? Ich will die doch verkaufen. Hä, wieso bringt das alles nicht so viel? Was soll das? Ich will ihm doch die Lotushose. Warte mal, 4.700. Es wird Zeit, deinen eigenen Weg zu gehen. Mal Lotushose. 12.000 steht da. Ich will den Preis auch haben für die Lotushose Plus. Warte mal, wir gehen mal zu einem anderen Händler. Vielleicht hat der keine Ahnung hier. Der macht ja Schwerter. Behauptet, seltsame Objekte aus der Todeszone im Angebot zu haben, die so selten sind, dass man sie gesehen haben muss. Ja, zeig mal her hier. Diese Tür steht potenziellen Kunden immer offen. So. Nahkampfbasisteile. Ach, man muss sich immer alles selbst zusammenbasteln. Verkaufen. Nee. 4.800, warum? Nee, 4.700. Ist ja schrecklich. Die drücken meine Preise nach unten. Warte mal. Hier, 62, 44, 44. Verkaufen wir aber lieber die. Zum Glück ist das jetzt weg. Nur 2.200, ihr habt doch wohl Knall. Los mit euch. Das haben wir an. Beschlossene Sache. Obwohl, warte mal, wir haben nur noch viel mehr Zeug zu verkaufen. Sagt, für dich gibt es einen Spezialpreis. Und fragt sich, warum du es so eilig hast. Es ist genug Ware da. Nahkampfteil. Tanto. Nee, ich möchte verkaufen. Und zwar haben wir ja hier irgendwo Verschiedenes hier. Marmorperle. Ja. Den können wir nicht verkaufen. Klebeband. Tennisball. Sonnenbrille. Ziegel. VHS-Kassette. Ich weiß nicht, über die Toilettenpapier. Trunknotknacke. Kacke. Das die Pip versuchen. Behalten wir mal. Plankenreste. Bärenketchup. Zitrodingsbums. Polymschrott. Kaufen. Na, war's das? Ja. Das kann ich verkaufen, okay. Insgesamt ein guter Handel. Ja, fand ich auch. Aber was hast denn du überhaupt? Also Krimskrams. Möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirfst. Ja. Hofft, mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Vor allem wieder. Kleidung. Ah, er hat Kleidung. Wie viel kriegen wir bei ihm für unsere Kleidung? Ja, genauso viel.
Rucksack. Dein Rucksack. Oh, ein Pichu. Rucksack. Irgendwas knattert hier. Ach, da sind wieder irgendwelche Vögel draußen. Die Vögel. Ja, ich glaube, ich will einen Rucksack. Aber der hat halt keine Beutechance, ist 6% dafür. Soll man den mal kaufen hier, den Rucksack? Pichu-Rucksack. Kaufen den Pichu-Rucksack mal. Kaufen. Neuer Kram. Der Handel ist besiegelt. Der Handel ist besiegelt, oh ja. Warte mal, na, mal gucken hier. Rücken. Oh, was habe ich hier? Habe ich irgendwas verkauft gerade? Wieso habe ich denn da keine Schulter mehr? Wir nehmen mal den Pichu-Rucksack. Und machen wir den mal klein. Ich habe scheinbar meine linke Schulter verkauft. Wie kam denn das bitte? Gestellpolster. Hat ein Zusatzteil nur. Das war unser Doch. Ja, scheinbar habe ich es irgendwie ausgezogen aus Versehen. So. Jetzt sieht man wieder gut aus. Jetzt haben wir auch einen neuen Rucksack. Ist er nicht süß? Das kommt mir voll vor wie der Reisende. Voll der Reisende. So, wir haben hier an sich alles gefunden, glaube ich. Hoch im Gebirge ist die Luft dünner. Ja, wir haben einmalig sehr gut das hier eingenommen. Ich guck mal da hoch schnell, ob wir da noch irgendwas haben. Jo. Glührille. Glührille? Modulschaft. Okay. Ja, dann würde ich sagen, der gute Mutant hier, der wird jetzt erstmal hier stehen bleiben, wird warten, bis es Tag ist. Also, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, als wir diesen gegnerischen Außenposten eingenommen haben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.